Die Route fährt nicht, da wird nichts transportiert, auch recht. War also absolut überflüssig. Yay. Ja, jetzt gibt der Bäcker schon mehr Gas. Jetzt läuft das alles ein bisschen heftiger, oder? Wobei ich dazu sagen muss, wir sind ja auf Maximalgeschwindigkeit unterwegs, von daher. Mir gerade einfällt, jetzt könnte ich das Salzbergwerk eigentlich auch noch kurz aktivieren. Einfach um das bisschen Salz noch herauszuklopfen. Für die Käserei. Wieso kann ich Bergwerken eigentlich keine bestimmte Ressource verbieten? Zum Beispiel, dass sie nur noch mit Schinken arbeiten sollen oder so. Was ich auch hart finde, ist, dass die einfach da über den Seeweg gehen mit den Siedlern, obwohl hier das Schiffchen stehen würde. Man braucht es anscheinend nicht mal wirklich. Nicht mal von ungefähr. Und hier wollte ich eigentlich noch einen Holzfäller herstellen, wenn ich mich richtig erinnere. Ja, ich bin heute wieder... Das fällt mir auch sehr zeitig ein, jetzt in der dritten Folge dieser Aufnahme. Es dürfte auch wieder Käse geben, so ich das sehen kann, weil... Ja. Viel Salz incoming. Oh, gut, dass die keinen langen Cooldown hat oder so. Gut, das kriegen wir aber auch hin. Kriege ich da oben irgendwie sehr schnell eine Jagdhütte hin? Nein, weil hier im Wald sind keine Viecher, da unten auch nicht. Da ist nirgends so wild, dass ich jagen könnte. Heißt, ich werde da nicht unbedingt schneller was hinkriegen, auch nicht, wenn ich Stress mache. Ups. Dementsprechend hier liegt noch Käse rum, aber den Käse kann ich nicht brauchen. Nicht dafür. Das heißt, die Produktion wird jetzt mal wieder angehalten jetzt. Was macht er denn? Der sitzt zu Hause rum, okay. Und was macht der? Ach, da, der fischt. Der benutzt übrigens die neue Sportangel von Nimbus, den Nimbus 6000.
6000 steht übrigens für alle Fische über 6000 Gramm, werden die Angel zum Brechen bringen. Ja, ich habe totales Vertrauen in meine Bevölkerung, ich weiß, danke. Danke, danke. Oh. Wieso hält mich eigentlich niemand auf, wenn ich diese verdammten Witze reiße? Man könnte der Menschheit so viel Leid ersparen, wenn man mich davon abhalten würde, meine Witze zu erzählen. Ach ja, das schöne Gewusel hier, der Siedler. Ja, es zieht sich halt einfach darum ein bisschen, dass ich jetzt gerade auf die Brote warten. Ansonsten ist ja eigentlich alles fertig. Deswegen jetzt auch noch schnell der Kult der Flottenfertigstellung, um das einfach hinzukriegen. Warenstau, ich lass mich raten. Ja. Wobei ich das nicht unbedingt als Warenstau bezeichnen würde, aber okay. Und auch hier ein Kult der Flottenfertigstellung. Ich weiß, dass ich damit insgesamt 10 Brote opfere. Es ist auch hart, das weiß ich auch. Aber hey, damit kriegen wir wesentlich schneller das Zeug fertig, von daher. Das sind auch die letzten Opferungen, weil das hält dann 20 Minuten. Wenn das nicht reicht, weiß ich auch nicht. Los geht's. Und jetzt wird alles flott fertiggestellt, der ganze Kult. Hoho. Kann ich mir hier den Käse eigentlich irgendwo anders brauchen, dass ich den hier einspare? Nein, oder? Kohlebergwerk arbeitet mit Käse, aber das brauche ich momentan nicht. Goldbergwerk arbeitet mit Brot, oder? Brot und Käse, ja. Aber das Brot füllt sich auch langsam. Eisenbergwerk ist durch, sagt er. Schade. So, das Salzbergwerk wird jetzt wieder pausiert. Muss reichen, dass da ein bisschen Salz reinkommt. Und jetzt müsste sich das eigentlich relativ schnell füllen. Ich höre was, was ihr noch nicht hört, aber gleich. Das ist eigentlich das Kranke ist ja, ich habe relativ dichte Kopfhörer. Wenn einer neben mir steht, muss er fast schreien, damit ich den höre. Komm, den letzten Baum kriegt er aber auch noch. Weil dann habe ich hier wirklich Kahlschlag vom Feinsten betrieben. Ups. Wir sind bei 26 Broten, wir sind über der Hälfte. Ich überlege gerade, ein Drittel von 10 Minuten wären 3 Minuten 20.
Sind wir bei 6,40 und dann bei 10, genau. Das heißt, die Opferung, die jetzt normalerweise 10 Minuten hält, hält ja jetzt gerade nur 3 Minuten 20. Weil wir ja mit dreifacher Geschwindigkeit spielen. Gott, bin ich gut im Rechnen. Wahnsinn. Schön wär's. Kult der Flottenfertigstellung war durch und bis das nächste einsetzbar ist, dauert es ein bisschen, aber wir sind bei 27 und es ist genug Weizen incoming. Genug Eisenerz herumliegen, oder? Davor ist so viel Eisen abgebaut. Wo ist das alles hin? Wer hat das ganze Eisen verarbeitet vorhin? Ich habe kein Eisenerz mehr. Gebäude. Eisenschmelze 1. Da. Zack. Wo zum Geier ist das Zeug hin? Tonnenweise Eisenbahn, yay. Ach, das habe ich gerade eben erst angehalten. Das heißt, das hat das alles verarbeitet, okay. Aber nachdem man so viel Eisenbahn hat, brauche ich das alles nicht mehr, dann weg damit. Reingehauen, reingehauen. So. Ja. Wir sind bei 33 Broten. Yay. Hier sind noch 16 Einheiten Kohle. Sind noch 12 Münzen. Läuft doch. Milch haben wir auch einen schönen Stand, aber Ziegen, das ist ungefähr so mit den Ochsen bei den Bajuwaren. Du kriegst einfach zu viele davon, das ist... Im Multiplayer ist das eigentlich Mangelware immer gewesen, aber hier... Also einfach viel mehr Ziegen zu Leder verarbeitet. Weil du einfach die militärische Schwäche der Ägypter irgendwie ausgleichen musstest. Weil, wenn du Ägypter gespielt hast im Multiplayer, warst du eigentlich immer das erste Opfer. Vor allem, wenn du Schotten dabei hattest. Schotten, dazu kommen wir später noch, sind die militärisch stärkste Fraktion im Spiel. Wobei die Siedler ja eigentlich relativ ausgeglichen sind, muss ich auch dazu sagen. Es sind halt so minimale Einschränkungen, die halt ein bisschen so die Balance drehen. Aber dafür hat man es hier zum Beispiel etwas günstiger mit der Produktion von Einheiten, beziehungsweise die Bogenschützen sind ein bisschen effizienter, dafür kann man halt die normalen Einheiten nicht aufrüsten. Die Nahkämpfer. Also es hält sich im Endeffekt die Waage, aber es ist halt doch ein bisschen... Wir sind bei 39 Broten.